Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin heute in einer Tierarztpraxis bei der Tierärztin Claudia Münch und ich freue mich, dass ich der Claudia ein paar Fragen stellen kann. Und wisst ihr zu welchem Thema? Zu Silvester. Ich habe ja selber auch einen Hund, nämlich die Marie, die jetzt seit ungefähr 2-3 Jahren echt enormen Stress bei Silvester entwickelt hat. Die braucht nachmittags nur schon mal ab und zu einen Böller zu hören und schon geht's los. Jetzt will ich natürlich wissen, was kann ich machen, was könnt ihr machen, wenn euer Hund Stress an Silvester hat? Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Was kann man machen? Kann man überhaupt irgendwas machen? Ist das alles übertrieben oder ist es, wenn Hunde Stress bekommen, völlig normal und man muss da einfach irgendein Medikament geben? Also manche Leute geben ihren Hunden ja an Silvester direkt irgendein Medikament und hoffen dann, dass die Nacht ruhig wird. Was empfiehlst du? Ja, was empfehle ich? Also ich empfehle eigentlich den Tag nicht so normal wie jeden anderen Tag zu gestalten, weil es ist ja kein normaler Tag. Ja. Das ist zwar für uns was Normales, es ist der Jahreswechsel, aber für die Tiere ist es ja nicht normal und es ist teilweise auch mit Panik verbunden. Deswegen Medikamente muss nicht unbedingt sein, kann man machen, wenn es sehr panisch wird, das Tier bei irgendwelchen Geräuschphobien kann man Medikamente geben. Ansonsten kann man, ja, man kann es pflanzlich versuchen, man kann über Tabletten versuchen, da muss man aber schon ein paar Tage vorher starten. Genau, ne? Das dass man einfach sagt, nicht am 31. um 12 Uhr fange ich an mit irgendeinem Medikament, das macht keinen Sinn, weil die Panik, die Geräuschphobie ist vorher schon da, dann fange ich am 28., 29. an. Und ansonsten versuche ich natürlich, das Tier so ein bisschen umzulenken an so einem Tag. Ne? Ja. So ein bisschen mein Zuhause, mein Home is my Castle vielleicht zu machen und einfach so ein bisschen Geräuschkulisse innen drin, dass die draußen gar nicht so richtig mitbekommen, was los ist. Super, das mache ich auch immer. Das schicke ich jetzt einfach mal nach draußen, das ist so mein persönlicher Tipp. Ich versuche gerade schon am Abend von Silvester schon mal ein bisschen Fernseher lauter machen, die Musik ein bisschen an, zwischendurch ein paar Geräusche und dann eben auch in der Nacht bleibe ich relativ lange wach und gucke Fernsehen oder höre lauter Musik. Mache ich aber am Vortag auch schon mal, damit die Hunde sich daran gewöhnen. Sonst merken die ja schon, da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der ja so panisch ist, dass der sich nur noch unter der Couch verkriecht und da nicht mehr rauskommt, soll man solche Hunde lassen? Soll man ihnen gut zureden? Soll man die da rausholen und sagen, komm mal her, Liebchen, ich halte dich fest? Was würdest du da empfehlen, wenn der Hund sich verkriecht und will einfach nur gar nichts mehr machen? Ja, also ich bin schon ein Freund davon, den Hunden beizustehen. Es wird ja oft gesagt, man sollte ignorieren und die machen schon ihr eigenes Ding. Das sehe ich nicht so. Ich denke, die brauchen schon unsere Hilfe, super, weil wir ja eigentlich auch diejenigen sind, nach denen sie auch sonst im Alltag gucken und uns alles recht machen wollen. Deswegen, und ein Hund, der sehr panisch ist, dem würde ich schon auch ein Medikament geben. Da würde ich auch wirklich nicht mit pflanzlichen Sachen arbeiten, sondern da würde ich wirklich sagen, direkt gezielt was gegen Geräuschphobie und das am 28., 29. anfangen. Super. Und sicherlich auch bis zum 2., 3. durchgeben. Ja, und dann dem Hund Sicherheit geben zu Hause. Ja. Und natürlich zu Hause bleiben, nicht mit ihm rausgehen und auch nicht spazieren gehen. Das wäre meine Frage. Um 22 Uhr, weil man sonst um 22 Uhr spazieren geht. Sondern wirklich sagen, so nachmittags und dann das Ende an die Leine. Und dann einfach gucken, dass man auch drinnen bleibt, ja, und dann auch so umlenkt, wie ihr das macht, und dann sagt, okay, Fernseher an, Radio an, Rollos runter, ne, die kriegen ja alles mit. Es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ja, aber der Hund, der muss ja dann abends um 8, 9 Uhr oder um 10 Uhr nochmal raus, sonst pieselt der mir in die Bude. Da würde ich sagen, da pieselt er in die Bude. Ja. Also ich würde nachmittags machen. Es knallt immer irgendwo einer, irgendwo knallt es immer, auch am 1., am 2., schon am 30. Ich würde den großen Spaziergang einfach entweder wirklich ganz früh morgens machen und dann immer an der Leine, auch wenn Hund sonst, ich bin ein Freund von Freilauf, aber da muss ich sagen, an die Leine, von mir ist auch gerne mit dem Geschirr und dann pinkelt er halt mal in die Bude. Ja. Ja, super. Also ich würde abends nicht mehr rausgehen, auch nicht, wenn man sagt, sonst gehe ich um 23 Uhr raus. Es ist ja nicht wie sonst. Mhm. Ja, es ist ja ein besonderer Tag und für panische Hunde ist es ein besonders stressiger Tag. Ja, und mich interessiert noch, wie können wir letztendlich vorbeugen, dass
die Hunde dann, wir haben zum Beispiel mehrere Hunde, jetzt hat ein Hund Stress, die anderen bekommen es mit, aber wie können wir vorbeugen? Muss man am Tag vorher oder über Tag ganz viel spazieren gehen? Muss man die Hunde extrem auspowern, dass sie dann müde sind? Oder sagst du, hey, wenn die Hunde Stress haben, haben sie Stress, da kann man machen, was man will, da können sie auch 5 Stunden vorher spazieren gegangen sein. Wenn der Hund einmal in den Stresstunnel reinkommt, bleibt er auch da drin. Ja, das sage ich leider. Ja, ne? Ich sage leider, der bleibt im Stresstunnel. Du kannst 5 Stunden vorher spazieren gehen und dann braucht nur am schlimmsten natürlich noch die Marie, die wahrscheinlich dann sonst der souveränste Hund von allen. Absolut. So, und die kriegt Stress und dann gucken alle anderen wie ein Domino-Stein, gucken sich dann ab und denken, ach guck mal, das ist jetzt hier Stress, da habe ich auch mal ein bisschen Stress. Ja. Also das ist schwierig zu beantworten, die Frage. Ja. Das kann ich gar nicht so gut beantworten, weil ich sage, ich denke schon, wenn die Stress haben, kann man die da rausholen über sein eigenes Verhalten, dass man ruhig bleibt, dass man umlenkt, vielleicht auch über ein Medikament, von mir ist auch über was Pflanzliches, ein paar Tage vorher, aber wenn es dann so richtig böllert und die kriegen das einmal richtig mit, dann ist es schwierig, die aus dieser Kette, aus dieser Reflexkette rauszukriegen. Du als Tierärztin, jedes Jahr Silvester das Gleiche, jetzt wurden die Leute 2 Jahre lang so ein bisschen zurückgenommen, ne, wegen Corona, die durften nicht so feiern. Ich glaube, dieses Jahr knallt es richtig, ich glaube, die eskalieren komplett. Findest du als Tierärztin, dass im Namen der Tiere das verboten werden müsste, die Böllerei? Eindeutig. Eindeutig verboten. Nicht nur im Namen der Hunde, wir sprechen ja jetzt nur über Hunde, sondern wenn man mal an die ganzen Wildtiere denkt. Ja. Ich fütter zum Beispiel Streunerchen, die sind 2, 3, 4, 5 Tage völlig durcheinander, kommen nicht zu ihrem Platz und eindeutig. Verbieten. Eindeutig. Meine Meinung ist das auch. Also nach draußen, wenn ihr dieses Jahr Silvester irgendwie was zünden müsst, zünden wollt, weil ihr meint, ihr müsstet wieder was feiern, dann bitte ich euch, mal an die Tiere zu denken. An die Katzen, an die Hunde, an die Wildtiere, die da draußen auch in den Wäldern, die ganzen Vögel. Bedenkt mal die Vögel, die fliegen auf, die wissen gar nicht, was los ist. Bedenkt das bitte mal, bevor ihr irgendetwas losschießt und zündet. Und ich finde, jedes Silvester ist immer lauter geworden. Also früher kann ich mich noch daran erinnern, als Kind, da wurden irgendwelche Raketen gezündet, die waren dann irgendwie, gaben auch ein schönes Bild ab. Mittlerweile sind das irgendwie Kanonenschläge, wo du denkst, jetzt gleich bricht ein Haus zusammen. Ich weiß gar nicht, wie diese Menschen an solche Kanonenschläge kommen. Ich finde das mega krank und mich verstört es auch. Und zudem, finde ich, sollte man mal darüber nachdenken, wenn wir doch alle so sozial sind und darüber auch nachdenken, dass jetzt viele Leute aus einem Kriegsgebiet zu uns nach Deutschland kommen. Muss man dann Krieg spielen mit solchen Geräuschen? Ich finde, nein. Ich denke auch, genau wie du, Claudia, Silvester müsste die Böllerei verboten werden. Im Sinne von Hunden, von Tieren, von Wildtieren, von Vögeln und auch von Menschen. Ja, ich sag Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Bin jetzt schon wieder ein bisschen schlauer. Das ist schön. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann setzt ihr unten ein Like. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Claudia Münch, einer Tierärztin, der ich vertraue. Ich hoffe, ihr habt auch einen Tierarzt oder eine Tierärztin, wo ihr gerne hingeht, weil es gibt auch viele Leute, die berichten dann immer, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Tierarzt, ich habe da irgendwie Probleme gehabt, aber ich finde, das kann man nicht pauschalisieren. Jeder Tierarzt ist genau wie wir ein anderer Mensch und jeder macht das Beste, so wie du und so wie ich. Deshalb in diesem Sinne, schönes Silvester, ruhiges Silvester im Sinne der Tiere. Und ich sage danke, liebe Claudia, und wir sagen danke und sagen tschüss. Sehr gerne.